Nicht alle Geräte, die nicht mehr funktionieren, sind auch kaputt. Reparieren lassen lohnt sich und das muss gar nicht teuer sein, wenn man zum Beispiel in Hofheim im Landkreis Haßberge im Reparaturcafé der Hofheimer Allianz vorbeischaut. Seit 2018 betreiben Theophil Giebfried und seine Mitstreiter, alles Fachleute auf ihrem jeweiligen Gebiet, einmal im Quartal den ehrenamtlichen Reparaturservice, um der Wegwerfgesellschaft etwas entgegenzusetzen. Und wir haben also in diesen 17 Reparaturcafés, wo wir gehabt haben, inzwischen über 1400 Sachen zur Reparatur gebracht bekommen und konnten davon gut 80% reparieren. Eine gute Quote also. Und neben dem Nachhaltigkeitsgedanken kann durch so eine erfolgreiche Reparatur auch das ein oder andere Lächeln auf die Gesichter der Besitzer gezaubert werden. Zum Beispiel wie hier, wenn ein altes Radio plötzlich wieder funktioniert. Neben dem Reparaturcafé hat die Allianz noch andere Projekte am Laufen. Ja, die Nachhaltigkeit ist halt auch dem, wenn man sieht, was die Leute alles wegwerfen. Darum haben wir uns auch entschlossen, eben für dieses ZAK-Projekt, das im Landkreis Haßberge läuft, Zukunft in Arbeit in Kreis, überprüfen wir dann jetzt Elektrogeräte, die da zurückkommen, damit die weiterverkaufen können, damit sie einfach nicht entsorgt werden. Dann haben wir die Stadtbücherei umgestellt auf LED-Beleuchtung. 4 Wochen später haben wir das Bürgermeisteramt umgestellt auf LED-Beleuchtung. Ja, und jetzt ist unser nächstes Projekt, das eben hoffentlich jetzt bald zum Abschluss kommt, ist eine Energiebank für die Stadt Hofheim. Diese steht schon bereit zur Montage. Wenn der Aufbau erfolgt ist, kann man hier zum Beispiel sein Handy laden. Die Energie dafür kommt dann von einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.